Heute Teil 3 Mariendistel. Ich zeige euch noch schnell einen Videoausschnitt von meinem Feld und was ich im Obstgarten schon gefunden habe. Und dann geht's los. So, hinter der Maschinenhalle, meine Versuchsanbaufläche. Schon langsam drücke ich jetzt ab, werde nicht mehr lang hergehen, dann werde ich die Maschine auspacken und da meinen Anbauversuch Mariendistel starten. So, im Obstgarten, bei den Gens. Da wachsen schon die Disteln. Da habe ich nur Disteln. So, ich habe jetzt meine Oberlenkereinstellung noch kontrolliert. Dazu nutze ich eine kleine Wasserwaage. Dann schaue ich, dass die Sämaschine im Wasser ist. Ich habe auch nochmal die Kreiselecke in der Höhe nochmal verstellt, weil die Zinken doch schon hübsch zusammengefahren haben. Grüßt euch, jetzt habe ich vor, dass ich das Bauen anfange. Ich stehe am Feldrand. Jetzt werde ich noch die Sämaschine in Betrieb nehmen. Und das zeige ich euch jetzt auch noch schnell, wie das geht. So, jetzt brauchen wir erst einmal Luft. Da tue ich das Steigerät her vom Bullock. Und ich habe jetzt Dauerbetrieb am ersten Steuergerät. Genau, es läuft. Man hört auch schon hinten was. Jetzt schalten wir um auf den Workmonitor. So, da sind wir schon. Sieht man schon, unser Lüftergebläse läuft 2500 Touren mit der eingestellten Ölmenge. Das soll ja bei dem kleinen Saat gut passen. Und jetzt würde ich sagen, drücke ich an der Sämaschine Start, schalte meine Kreiselecke ein. Und gebe ein bisschen mit dem Handgas ein bisschen Gas. Ich fahre die Öko-Zapfen beim Deiz, das geht leicht, das ist nicht so kompliziert. Und dahin geht's. Los! So, jetzt zeigt es mir schon ein bisschen Gramm an, was ich ausgesagt habe. Jetzt drücke ich mal den Sägevorgang auf Stopp. Gehe mit meiner Drehzahl runter, schalte auch die Zapfwelle aus und dann schauen wir mal hinter zur Maschine. Am Boden haben wir schon ein paar Kernel finden. Kernel habe ich jetzt gefunden. Schaut mir nicht schlecht an. Kommt natürlich nicht so viel außer. Ich habe jetzt auch die Sämaschine so eingestellt lassen, wie es beim Getreideanbau wäre, von der Sättiefe. Am Verteilerkopf habe ich jetzt nichts geändert, dass ich jede zweite Reihe oder so zumachen darf. Ich gehe jetzt fest davon aus, dass das Saatgut, also kein zertifiziertes Saatgut, dass nicht jedes Korn keimt, dass das sowieso ein verstreutes Fläche wird. Mal schauen, was rauskommt. Jedes Jahr kann man mal was anderes probieren. Der Wahnsinn! Der Wahnsinn einfach, was die Sägekombi für schöne Arbeit macht auf dem Feld. Böttinger Aerosem mit der Kreiselecke Lion. Vielleicht seht ihr es, da sind ein Haufen Steine auf dem Feld. Es war einmal ein Wiesenumbruch. Anno 1900 war da ein Viehtreibweg, den haben wir anscheinend mit den früher Steine aufgefüllt. Und die kommen jedes Jahr beim Ackern zum Vorschein. Aber schaut mal, was die Kreiselecke damit macht. Wunderbar. Der Nachbar bekämpft Unkraut und ich baue heute Unkraut an. Das passt wieder gut zusammen. So, das war's für heute. 0,7 Hektar zeigt der Zähler an und 15,5 Kilo habe ich verbraucht dazu.
Wird schon passen. Das war's für heute. Es war ja eine gute Stunde auf dem Feld. Vielleicht mache ich noch mehr Video, wenn ich die Maschine ausräume und wenn die ersten Kernel aufgehen und die ersten Disteln wachsen. Wird euch.